Leute, wir starten den heutigen Shorts-Tag mit ein bisschen Musik. Schicke das an die wirklich dümmste Person, die du kennst. Ja. Hey du, ich weiß, du fragst dich, warum gerade ich? Doch sehe es einfach positiv, jemand denkt an dich. Du bist besonders, ich bin mir sicher, viele träumen davon. Du hast es geschafft, das Geschick zu bekommen. Hier deine Trophäe. Oh. Okay, du denkst, was soll ich jetzt anfangen mit dem Scheiß? Trotzdem wurdest du beleidigt. Immerhin mit Style, wir finden alle, du bist... Ach du Scheiße, du bist ja wirklich dumm. Oh. Was? Oh Gott, oh, oh Gott. Guten Appetit. Zwei Arten von Menschen bei Bestellung. Danke. Bro, sind das Karottenstückchen? Oh, ja. Du bist doch allergisch gegen Karotten. Das habe ich dem Kellner auch gesagt. Geh hin und sag's ihm. Geh hin und sag's ihm. Nein. Das passt schon so. Ich liebe Karotten. Ich muss zugeben, dass ich manchmal auch so bin. Dass wenn man dann sagt, ey yo, ich mag hier irgendwie keine Oliven, bitte, ist möglich ohne Oliven? Und dann kommt's mit Oliven, dann pulle ich die halt raus. Gut, wenn ich allergisch dagegen, das muss ich sagen, da würde ich sagen, ey Brudi, ich würde es gerne essen, aber ganz ehrlich, mir kommen die Kotze hoch. Beziehungsweise manchmal dann kriegen die Leute so Halsdingens, ne? Du darfst es nicht essen. Wieso? Weil du noch im Krankenhaus landest. Ja, ja, genau. Ich lasse gleich auch dort meine Schulter behandeln, die tut eh weh. Und für Sie, der Herr. Bitte schön, diese Nussallergie. Moment mal. Wo ist mein Ketchup? Auf Ihrem Tisch ist Ketchup. Nee, ich meine auf dem Teller. Wo ist da mein Ketchup? Ich verstehe Sie nicht. Ich wollte neben dem Schnitzel und der Pommes rechts oben ganz genau einen Klecks Ketchup haben. Wo ist der? Solche Leute finde ich super unangenehm. Sie haben Ketchup auf dem Tisch, machen Sie das selber. Ich will mit Ihrem Chef reden. Bro, beruhig dich. Ich werde sicher nicht für das Essen zahlen. Sicher nicht. Ja, also meidet solche Leute vielleicht. Wie isst man diese Gerichte richtig? Jeder macht das komischerweise anders. Und wenn du eine Pizza mit den Händen isst, dann lass mal ein Abo da. Mach ich. Let's go! Kommt wirklich drauf an, wie hungrig ich bin, aber ich bin ehrlich mit euch, ich wickel's lieber. Diese Schaufeln und so weiter, das mache ich, wenn niemand da ist. Ich muss sagen, wenn ich alleine esse, dann esse ich manchmal wie ein Dirty. Aber wickeln mache ich auch. Also wickeln mache ich dann. Das Problem ist, dann hängt die Spaghetti da auch noch so raus und... Um die Gabel. Okay, definitiv getoastet. Alles andere ist einfach kritisch. 22% sind kritisch unterwegs. Ja, ich glaube, ich hatte öfter mal ungetoastetes Brot mit zur Schule. Aber an sich ist getoastet natürlich geiler. Aber wenn du es in der Schule in dieser Brotdose hast, Junge, das Getoastete wird auch labbrig. Käse muss einfach geschnitten sein. Lass sich viel besser verzehren. Welcher Mensch auf dieser Welt isst überhaupt so viel Käse an einem Stück? Genau, nicht viele. Burger sollte immer richtig rumgegessen werden. Wer auch immer seinen Burger falsch rum... Ja, muss ich auch sagen. Aber ist eigentlich auch egal. Aber immer richtig rum, das ist doch auch das, wenn du dann so... Es ist einfach kritisch unterwegs. Guck, 5%. Cornflakes mit Wasser. Jetzt sind wir wirklich im Ghetto gelandet. Das machst du nur... Habe ich nicht die Geschichte letztens erzählt? Bei mir war jemand, ich war eine Zeit lang in so einem Hort in der Grundschule. Da gab es halt eine Person, die war laktoseintolerant. Und die musste halt ihr Müsli statt mit Milch, alle haben dann halt die Milch bekommen und er musste es mit Orangensaft essen. Und ich wollte einmal probieren, ey, das hat so dirty geschmeckt. Gut, wenn du es nichts anderes gewohnt bist, ist egal. Aber das war, wenn du kein Geld hast für Milch, definitiv Cornflakes mit Milch. 2% machen das? Und? 2 Leute von 100. Hast du mein neues Video schon in den Kommentaren gesehen? Nee. Ein Tag im Leben von Fabio Wiedmer. Der Boy ist so krass, Mann. Heftig, was der drauf hat. Da musst du dir schon ganz sicher sein, dass du gerade ausfahren kannst. Also, wenn mich jemand für kein Geld der Welt würde ich das. Also, ich wüsste, dass ich irgendwie einen Fehler mache und da runterfalle. Und dann ist vorbei. Unsere Hühner haben ein gigantisches Ei gelegt und wir gucken jetzt, was drin ist. What? Also jetzt mal kurze anatomische Frage. Wie? Ich meine, ist das, das ist doch, das müssen die schon raus, aber da, das ist... Mehr als doppelt so groß vom Volumen. Was glaubst du, was drin ist? 2 Eingänge. Okay, dann sag ich 1. Ich sag 3. Glaubst du, die haben mit dem V gepimpert? Unsere Nachbarn haben Pfauen und einer von denen stattet den Hennen regelmäßig Besuch ab. Nee, das machen sie doch nicht. Der kommt immer und fläfft die Eier. Echt? Ja. Der Pfau versucht schon wieder, meine Hühner zu verführen. Ich sehe es genau, oder Klaus? Aber die sind doch nicht kompatibel. Meinst du, Pfauen und Hühner können zusammen Eier legen? Dann werden die Eier aber nicht größer werden dadurch.
Oder ich sag drei oder ein großes. Wenn da Zwillinge rauskommen, wenn zwei Eigelbe sind. Oh, das schaut euch das an. Tatsächlich, es sind wirklich zwei dicke Dinger. Ich hätte gedacht drei. Sorry, ein Kinotick bitte. Für welchen Film? Marvin! Bist du's? Marvin? Nein. Doch, du bist es, Bro. Was geht? Ist das so peinlich, in den Barbie-Film zu gehen? Ich habe gehört, der soll eigentlich voll krass sein. Der hat irgendwie schon $1 Milliard eingenommen. Hey, Bro, was geht? In welchen Film gehst du? Oppenheimer. Bro, lieg doch nicht das große Oberteil an Barbie. Ja, aber rein. Du gehst in Barbie. Bro, komm schon, ist doch mal nicht. Nein, ich geh doch nicht in Barbie, Junge. Ich bin ein richtiger Mann. Hier, willst du noch eine blonde Perücke zu deinem rosa Outfit? Nein, ist doch okay. In welchen Film gehst du eigentlich? Natürlich auch Oppenheimer. Ich bin auch eine Frau. Wieso hast du diese Perücke dabei? Das ist doch normal. Hat es nicht jeder. Und deine rosa Hose. Du gehst doch nicht in Barbie, oder? Wow. Ach, du kennst mir. Ey, ich dachte, du kennst mich. Wow. So, die können doch zusammen in den Film gehen. Du schaust, der Film beginnt jetzt. Will noch irgendjemand Ticket für Barbie? Ja, ich bitte hier. Ja, hey. Barbie? Ken! Ayo! Was war denn jetzt los? Ich bin mir nicht sicher, ob ich mein eigenes Haus betreten darf. Ja, das weiß ich auch nicht. Wer bist du denn eigentlich überhaupt? Wieder dieser Paul Orton. Mann, der kommt ständig. Ständig ist er hier. Was will denn der? Bauleiter Mini-Paluten hat leider auch keine Ahnung. Was ist das eigentlich für ein Rohr? Und zwar frage ich mich, guck mal hier. Hier ist jetzt ja so eine Art Dämmwolle drunter. Und wenn ich hier drauflatsche, mache ich das nicht total... Ja, aber hier, man konnte auch sehen, dass die Leute da auch drauf waren. Platt? Oder ist das egal? Ich habe halt keine Ahnung. Ich will auch nichts falsch machen. Das stimmt. Ich habe aber meinen Architekten gefragt, er meinte, ist kein Problem. Wieso wird die Schweiz eigentlich oft mit CH abgekürzt? Das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Der offiziell vollständige Name des Landes ist Schweizerische Eidgenossenschaft. Um keine der vier Landessprachen Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch zu bevorzugen, wird oft der an diesen Namen angelehnte lateinische Begriff Confederatio Helvetica verwendet. Oder kurz CH. So. Das ist ja geil, das hätte ich im Leben nicht gewusst. Diese Dinge dürfen eure Lehrer nicht machen. Und zwar ist es euren Lehrern nicht gestattet, dass ihr euch in der Freistunde einfach so aus Spaß mit einem Messer in den Rücken stechen dürft. Was? Um anschließend zu euch nach Hause zu fahren, um mit euren Hamstern zu f***en. Also wenn ihr den Verdacht habt, dass euer Lehrer ein Verhältnis mit eurem Hamster habt, dann würde ich an eurer Stelle entweder die Trovatos rufen oder den Weihnachtsmann. Wer sind nochmal die Trovatos? Ich habe die Politesse gesehen, die mir einen Strafzettel geben wollte und gefragt, ob ich ein kostenloses Video drehen. Das ist doch keine echte Politesse. Ja. Sie war einverstanden, hat mir versprochen, dass ich ein Jahr falsch parken darf. Ah, okay, er nimmt sich selber auch hops. Ich dachte schon kurzzeitig, er meint das ernst. Sorry, ich hab kurz gespuckt. Das Video viral geht. Okay, ich dachte... Ja, ich meine 109.000 Likes, das ist einiges. Oh, was ist denn da los? Das glaube ich irgendwo in Texas, oder? Die Musik müssen wir wahrscheinlich austauschen, aber das ist dieses Coming up to me. No, am I asleep? Oh. Ja, ich kann das nicht sehen, ich bin zu doof. Was ist der Unterschied zwischen guten Freunden und besten Freunden? Kein Problem, ich kann dir helfen. Gute Freunde sagen dir Hallo. Und beste Freunde schicken dir das Video und wollen dir sagen, dass unsere Menschheit eigentlich in einer Simulation gefangen ist, in der alle Informationen, die du weißt, an Aliens geschickt werden, woran sie die menschliche Spezies endlich analysieren können, um uns damit ans Ende der Menschheit zu bringen. Es gibt keinen, komm, du bist gefangen. Beste Freunde. Ja, das wär's. Hilfe? Ich kann mir vorstellen, dass irgendwelche anderen Spezies da draußen leben. Ich glaube, das ist allein die Wahrscheinlichkeit ist halt so hoch. Aber, Junge, die haben wahrscheinlich, die hätten doch die Technologie, uns einfach platt zu machen. Wenn man es dann geschafft hat, sich zu verabreden, dann bin ich nicht gelaufen, ich wurde auch nicht gefahren. Ich bin mit meinem City-Roller losgedüst. Nicht so schnell. City-Roller sind echt... Also ich muss zugeben, ich bin mit den Dingern nie warm geworden. Ich fand das sah immer ein bisschen komisch. Ich bin einfach lieber Fahrrad gefahren als City-Roller, muss ich sagen. Ich glaube, ich hole mir gleich das rote Kratzeis. Wir sind gleich da. Oh ja, das tat immer richtig weh.
Dieser Schmerz war so schlimm. Wenn du dir das Ding so richtig gegen dein Knöchel gepfeffert hast. Oh ja. Junge, Alter, was bist du bitte für ein Lauch? Digga, was ist dein Problem, Alter? Du solltest lieber mal Angst vor mir haben. Ich Angst vor dir, weiß ich ja nicht. So gruselig bist du jetzt auch nicht. Doch, ich fand Enderman immer richtig gruselig. Gut, vielleicht findest du mich nicht gruselig, aber dafür kann ich andere coole Sachen. Hä? Wo ist er hin? Wow, Alter, erschreck mich doch nicht so. Tja, jetzt hast du gesehen, dass ich auch gruselig sein kann. Ja, ich meine, wenn er so macht, fand ich gruselig. Wow, teleportieren ist ja ganz cool. Und was ist deine Schwachstelle? Meine Schwachstelle? Also, ich habe große Angst vor Kürbissen. Oh, verdammt, das hätte ich nicht sagen dürfen. Also, wenn es so ist, wirst du ja sicher nichts dagegen haben, wenn ich kurz einen Kürbis aufziehe, oder? Ah, Kürbis! Was ein Opfer, Alter. Hey. Oh, ein Brabus. Brabus 900 Rocket. Hat der dann 900 PS? Alter, wie sieht der denn von drinnen aus? Der war so ganz rot. Wie viel PS hat er jetzt? Hat er 900 PS? Die älteste Brücke Deutschlands wurde einfach von den Römern vor über 1870 Jahren gebaut. Und nicht nur, dass das Ding heute noch in Trier steht, die wird einfach als normale Brücke für Autos und Lastwagen genutzt. Die Fahrbahn ist natürlich neu und modern, aber die neuen Pfeiler sind aus dem Jahre 150 nach Christus und wurden von den Römern erbaut. Zwischenzeitlich wurde die Fahrbahn auch mal im Krieg gesprengt und danach wieder aufgebaut. Und dann wurde sie auch mal verbreitert. Sonst wird es ja irgendwann langweilig. Aber alle neuen Pfeiler sind immer noch wie sie von... Ich frag mich halt, wie kann denn sowas so lange halten? ...den Römern gebaut wurden. Das muss ja die krasseste Qualitätsarbeit der Welt gewesen sein. Weil Häuser, die sind ja irgendwann... Ist das nicht Speed? Ja, und der andere ist Neymar. Ich weiß leider nicht, was er da genau... Was bedeutet Eu Prado no Bayo? Bisschen tanzen? Wenn dein Freund komplett lost ist. Oh, was geht? Ja, nicht viel. Ich baue mir gerade einen Bunker in dieser Höhle. Ja, sehr cool, aber du hast gerade eben erst angefangen, oder? Weil sehr weit bist du ja noch nicht. Gerade erst angefangen? Junge, ich sitze hier schon seit 5 Stunden. Warte, was? Aber wieso hast du dann gerade mal 10 Blöcke abgebaut? Ja, Alter, diese Steinblöcke sind so hart, die brauchen ewig, bis sie kaputt gehen. Nein, oder? Du willst mir jetzt nicht sagen, dass du die Steine mit der Hand abgebaut hast. Ja, doch. Wie soll ich es sonst machen? Alter, willst du mich eigentlich verarschen? Hast du noch nie was von der Spitzhacke gehört? Hier, nimm die, damit geht's schnell. Ich find's immer so geil, wie seine Spitzhacke einfach so ein Monitorständer ist. Ja, danke, ich probier's mal. Dabei, kommt der Monitor dran. Aus. Nee, oder? Ich habe jetzt nicht gerade wirklich 5 Stunden damit verbracht, Steine mit der Hand abzubauen, obwohl es mit diesem Ding 10-mal so schnell geht. Ich bin mir zu 100.000% sicher, dass es tatsächlich mal so eine Person gab, die dann da so, Minecraft macht gar nicht so viel Spaß, wie alle immer sagen. Hättest du mir das nicht früher sagen können? Ja, sorry. Die meisten von euch kennen ja bereits Merlin und Yuna, meine zwei blauen Baumwarane, die ich euch nach dem ganzen Bau meines riesigen Terrariums hier vor... Nee, wir haben den Anfang gesehen. ...gestellt habe. Blue ist leider verstorben und da mir so viele Leute von euch geschrieben haben, wollte ich mich noch einmal herzlich bei euch bedanken. Dir auch mein Beileid. Hatte leider eine präovulatorische Legenot, bei der immer mehr Follikel herangereift sind, ohne sich zu fertigen Eiern zu entwickeln, die abgelegt werden können. Für mich als Tierarzt, der seinen Schwerpunkt in der Reptilienmedizin kennt, ist das Ganze natürlich noch einmal eine Spur schlimmer, weil ich eigentlich jede Woche mit solchen Patienten zu tun habe und das eigentlich auch gut operieren kann. Blue hat leider bis zum Schluss nie gezeigt, dass es ihr schlecht geht. In meiner letzten Instagram-Story haben dann einige von euch gemerkt, dass Yuna und Merlin jetzt nicht mehr alleine im Terrarium leben. Ja, das stimmt. Vor 3 Wochen sind 2 weitere blaue Baumwarane eingezogen. Bisher verstehen die 4 sich ganz gut. Allerdings beim Füttern ist es mit den gierigen Mäulern nicht ganz so einfach. Aber ich bin überzeugt, dass wir das hinkriegen. Und wer weiß, vielleicht kann ich dann auch hoffentlich bald von kleinen Babydrachen berichten. Ach so, dass da so kleine... In Minecraft gibt es einen Geheimwelttypen, welchen ihr mit einem kleinen Trick benutzen könnt. Die Welttypen, die jeder kennt, sind Standard, wo alles ganz normal ist, Super Flat, wo alles komplett flach ist, Large Biomes, wo alle Biome viel größer sind als normal, Single Biome, wo die ganze Welt nur aus einer einzigen Biome eurer Wahl besteht und natürlich noch Amplified. Das genaue Gegenteil von... Amplified war das, was auch in Craft Attack benutzt wurde, glaube ich. Super Flat, weil da alles viel höher ist. Doch wie kommt ihr jetzt an den Geheimwelttypen? Ihr müsst einfach Alt gedrückt halten und dann die Welttypen durchgehen, bis da Debug Mode steht. Und wenn ihr die Welt dann startet, kommt ihr hierhin. Eine Welt mit jedem Block in jedem Zustand. Hier gibt es zum Beispiel jeden Zaun, der in jede verschiedene Richtung zeigt und das mit und ohne Wasser. Und es gibt einen Notenblock für jedes Geräusch, das er spielen kann. Diese Welt ist eigentlich für Entwickler gedacht, um Sachen zu testen. Ja, das habe ich schon mal gehört. Aber ich wusste nicht, wie man es aktiviert. Treff den grünen Becher und gewinne diese 10 Euro. Ich sag, das schafft keiner. Als ob! Okay, krass. Hätte ich nicht gedacht.
Hat er verdient. Ich fahre mit meinem Baba. Wenn deine Eltern genau diesen Satz droppen. Wir fahren zusammen die Straßen entlang. Merk, ich kriege übelst Hunger. Und was sehe ich da? McDonald's, ja. Frage dann meinen Baba. Können wir zu Mc's ran? Schaute mich an und es wurde ernst. So, und ich sag es. Oh Gott, okay, warte mal, warte mal. Ich sag, wir haben noch Essen oder so. Oder hier ist noch was. Ja, jetzt ein letztes Mal. Baba, bitte sag es nicht. Baba weiß, dass es schmerzt. Es tut mir leid, doch es muss raus. Nein, Baba, bitte sag's nicht. Baba, bitte nicht. Denn nein, wir haben noch. Nein, Stopp. Bitte nicht. Ich liebe dich. Ich habe auch immer jedes Mal probiert. Mama, Baba, komm mit zu McDonald's. Ich will Happy Meal. Jetzt fragen, welche Muskeln von da fake sind. Ja gut, okay. Die Muskeln sind fake. Ich würde sagen, die Muskeln sind hier fake. Das sieht ein bisschen, ich weiß nicht, ob das nicht einfach nur so ein bisschen gefotoshoppt wurde. Ich glaube, die 8. Die 8? Aber wieso die 8? Wirkt proportional nicht so richtig. Ja, also ja. Typischer Fall vom Photoshop. Ja. Was ist noch 4, oder? 4, ja, auf jeden Fall. Also ja, wirkt nicht so natürlich. Ach so, aber ich meine... Es könnten auch einfach Steroide sein. Das ist schon echte Muskeln, egal wie man dazu gekommen ist. Also mit Testo. Ja, dann nur die 8 eigentlich. Nur die 8? Ja, und die 7. Ach, ja. Es ist die 7 auch fake, das sind alles Implantate. Echt? Das sah auch weird aus. Ich habe meine 150 Euro Razer Black Widow Elite gegen diese 10 Euro Tastatur antreten lassen. Das Ergebnis seht ihr in diesem Video. Also erstmal muss man... Ich habe auch jahrelang immer günstige Tastaturen benutzt, einfach weil mein Problem war, ich weiß nicht, eine Zeit lang sind mir immer Sachen über meine Tastatur gelaufen. Und dann war es mir das einfach nicht wert, dass ich die, also weißt du, du haust da so Wasser um, hast dann... Milch war richtig schlimm. Ich muss sagen, die Verarbeitung der beiden Tastaturen ist eigentlich sehr gut. Bis auf das schon ein paar Switches bei der 10-Euro-Tastatur kaputt gegangen sind. Und krass. Das Erste, was einem auffällt, meine 150-Euro-Tastatur ist ja schon groß, aber die 10-Euro-Tastatur ist noch viel größer. Also für die Tastatur braucht man schon einen etwas größeren Tisch. Ebenfalls muss man auch sagen, dass die 10-Euro-Tastatur ein etwas flacheres Design hat. Und natürlich hat die Razer-Tastatur noch einige Sachen. Ja, natürlich ist die an sich krasser, kostet aber auch scheinbar das 15-fache davon. Die nicht jede Tastatur hat. Aber ich denke, das kann man für 150 Euro auch erwarten. Und natürlich müssen wir noch wissen, wie die Switches denn klingen. Das klingt schon krasser. Ich denke mal, welche sich besser anhört, ist Geschmackssache. Aber all in all, wenn man auf RGB verzichten kann, ist die Tastatur gar nicht mal so schlimm. Ja. So Leute, und damit war's das für heute. Lasst gerne ein Like und ein Abo da.